Es begann in Malente in Schleswig-Holstein. Am 29. Mai 1974 und drei Wochen vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft traf die deutsche Mannschaft in der herrlich gelegenen Sportschule ein. Bald hat man sich akklimatisiert und die erste Mannschaftsbesprechung kann stattfinden. Hunderte von Schaulustigen warten auf das Eröffnungstraining. Und da sind sie, die Helden der Nation. Bundestrainer Helmut Schön und Trainerassistent Jupp Derwall scheinen ganz zufrieden sein. Auch Adi Dassler, Fußball-Schuh-Experte Nummer 1, und diese 22 Spieler stehen im WM-Aufgebot des DFB. Mein Name ist Franz Beckenbauer, 28 Jahre, mein Verein ist Bayern München. Ich heiße Gerd Müller, bin 8. FC Bayern München. Sepp Maier, 30 Jahre, FC Bayern München. Ich heiße Uli Hoeneß, bin 22 Jahre, FC Bayern. Wolfgang Overath, 30 Jahre, 1. FC Köln. Paul Breitner, 22 Jahre, FC Bayern München. Mein Name ist Sam, bin 29 Jahre alt und spiele beim FC Real Madrid. Grabowski, 29 Jahre, Eintracht Frankfurt. Ross Höttges, 30 Jahre alt, SV Werder Bremen. Bernhard Kuhlmann, 24 Jahre alt und Verein ist der 1. FC Köln. Berti Vogt, 27 Jahre alt, Borussia Mönchengladbach. Wolfgang Kleff, Alter 27, Verein Borussia Mönchengladbach. Mein Name ist Jupp Heynckes, 29 Jahre, spiele bei Borussia Mönchengladbach. Mein Name ist Rainer Wenner, geboren am 29.03.1952 in Emmerich, Verein Borussia Mönchengladbach. Ich heiße Heinz Flohr, bin 26 Jahre alt und bin vom 1. FC Köln. Mein Name ist Helmut Kremers, bin 25 Jahre alt und spiele bei Schalke 04. Ich heiße Norbert Nikur. Ich bin 26 Jahre alt und spiele beim FC Schalke 04. Georg Schwarzenbeck, 26 Jahre alt, spiele bei Bayern München. Ich heiße Bernd Hölzenbein, bin 28 Jahre alt und spiele bei Eintracht Frankfurt. Herbert Wimmer, 29 Jahre, Borussia Mönchengladbach. Jupp Kapellmann, 24 Jahre, FC Bayern München. Dieter Herzog, 27 Jahre, Fortuna Düsseldorf. Und dann am 14. Juni ist es soweit. Über 80.000 Zuschauer erhoffen sich einen glanzvollen Auftakt im Berliner Olympiastadion. Die Bundesrepublik tritt gegen Chile an. Die Spieler rasseln in den Ketten, hat der Helmut Schön vor dem Spiel verkündet. Zunächst hatte es auch sichtlich den Anschein, denn ein Angriff nach dem anderen rollte gegen das chilenische Tor. Doch die Abwehr der Chilenen hielt stand und Torhüter Vallejos war auf dem Posten. Sein deutscher Kollege Sepp Maier hatte nur wenig zu tun und in dieser Szene sehr viel Glück. In der 18. Minute schließlich war es soweit. Umständliches Spiel im Mittelfeld. Paul Breitner nimmt sich ein Herz und sein satter Schuss lässt Vallejos keine Chance. Außer diesem herrlichen Tor, das wir hier noch einmal aus einer anderen Perspektive sehen, ist nichts Rühmliches mehr von dieser Begegnung zu berichten. 1:0, das war auch der Endstand. Ein mageres Ergebnis, aber immerhin der erste Schritt zum großen Ziel. Besser sollte es in der zweiten Begegnung gegen Australien in Hamburg werden. Hier wollten die Deutschen zeigen, was sie wirklich können. Hier wollten sie ihre spielerische Überlegenheit voll zur Geltung bringen. Von Anfang an drückte man auf das australische Tor. Und tatsächlich, bereits in der 12. Minute gelingt Wolfgang Overath ein gewaltiger Schuss unter die Latte. 1:0. Doch auch die Australier erwiesen sich als gar nicht ungefährlich. Hier muss Sepp Maier nachfassen, um ein Tor zu verhindern.
Besonders seine weiten Einwürfe bringen Unruhe in den deutschen Strafraum. Dann in der 35. Minute eine schöne Flanke von Uli Hoeneß. Kullmann steigt am höchsten und es steht 2:0. Hier dasselbe Tor noch einmal. Und in der 53. Minute ein weiteres Kopfballtor. Uli Hoeneß schießt eine schöne Ecke und Gerd Müller erzielt sein erstes Tor in diesem Turnier. Bei diesem Spielstand bleibt es bis zum Ende. Hamburg, Samstag, 22. Juni 1974. Zum ersten Mal begegnen sich die Auswahlmannschaften zweier deutscher Staaten. Viel Prestige steht auf dem Spiel, doch die Bundesrepublik gilt als Favorit. Aber dieser Nimbus ist schon bald vergessen. Besonders die schnellen Sturmspitzen der DDR erweisen sich als gefährlich. Das Spiel der Bundesrepublik bleibt umständlich und glücklos. Die größte Chance vergibt Grabowski nach Maßvorlage von Müller. Dann immer wieder Konterattacken der DDR. Sepp Maier hat Mühe, diesen Flankenball unter Kontrolle zu bringen. Wenig später verpasst Kreische das leere Tor. Die deutsche Abwehr schwimmt, wie man es lange nicht mehr gesehen hat. In der zweiten Halbzeit bleibt die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland weiter ohne Fortune. Netzer kommt, Overath geht, doch der einstige Star sollte die bittersten 21 Minuten seiner Fußballkarriere erleben. Und dann in der 78. Minute die Sensation. Sparwasser erzielt das 1:0 für die DDR. Der Jubel der DDR-Schlachtenbummler kennt keine Grenzen. Der Favorit ist geschlagen. Die DDR wird Gruppensieger. Im Spiel gegen Jugoslawien kann sich die deutsche Mannschaft rehabilitieren. Neue Spieler wie Wimmer, Bohnhof, Herzog und Hölzenbein sorgen für frischen Wind. Kampf bestimmt nun das Geschehen. Und die Jugoslawen haben Mühe, ihr Tor sauber zu halten. In der deutschen Abwehr erweist sich Sepp Maier als Turm in der Schlacht. In der 38. Minute ist Breitner wieder einmal mit vorgerückt. Er bekommt den Ball und wie im Spiel gegen Chile landet sein Geschoss im Torwinkel unhaltbar für Torhüter Maric. Mit diesem Ergebnis geht es in die zweite Hälfte. Der Offensivdrang der Jugoslawen trifft weiterhin auf einen sicheren Sepp Maier. Dann macht der verletzte Wimmer Platz für Uli Hoeneß. Und Hoeneß hat bald eine große Szene. Sein Pass findet Gerd Müller und Müller markiert in unnachahmlicher Weise das 2:0. Die Niederlage gegen die DDR ist überwunden. Die Mannschaft ist wieder auf der Siegesstraße. Schwerer Regen beim Spiel gegen Schweden ruft Erinnerungen an die Wasserschlacht von Göteborg vor 3 Jahren hervor. Damals verlor die Bundesrepublik 0:1. Heute darf man sich ein solches Ergebnis nicht erlauben. Doch in der 24. Minute kommt zusätzlich zum Regen eine kalte Dusche. Schweden erzielt durch Edströms Volleyschuss die 1:0-Führung. Mit diesem Spielstand werden die Seiten gewechselt. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Diesen Schuss Beckenbauers kann Hellström zwar gerade noch zur Ecke lenken. Doch in der 50. Minute erzielt Overath den Ausgleichstreffer. Eine Minute später, Bohnhof ist Schütze des 2:1.
fast im Gegenzug ein schneller Konter der Schweden. Sandberg schießt das 2:2. Doch der Kampfgeist der Deutschen ist nicht gebrochen. Zwar hat Breitner diesmal kein Glück, aber der frisch ins Spiel gekommene Grabowski erzielt das 3:2. Schließlich die vorletzte Minute. Müller wird im Strafraum gelegt. Schiedsrichter Kasakov gibt 11 Meter. Und Uli Hoeneß vollstreckt. Dieses 4:2 im Regen schafft die besten Voraussetzungen für den Einzug ins Finale. Jetzt braucht die Bundesrepublik nur noch ein Unentschieden aus dem Spiel gegen Polen. 3 Tage später, in Frankfurt, regnete es nicht nur. Zu Beginn des Spiels gingen regelrechte Wolkenbrüche nieder. Die Feuerwehr muss kommen, um Wasser abzupumpen. Schiedsrichter Lienemeyer verschiebt den Anpfiff um eine halbe Stunde, erklärt den Platz aber für bespielbar. Die Polen haben Anstoß. Doch die erste Viertelstunde ähnelt mehr einer Wasserballschlacht als einem Fußballmatch. Dennoch finden sich die Polen rascher mit dem morastigen Boden zurecht und Meyer muss gewaltig aufpassen. Aus einem relativ harmlosen Schuss von Grabowski wäre beinahe ein Tor entstanden. Doch bereits in der nächsten Szene macht Torhüter Tomaszewski seinen Fehler wieder gut. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit dann eine große Möglichkeit für die Deutschen. Breitner hat Hölzenbein geschickt. Der bricht in den polnischen Strafraum ein und wird von Smuda gelegt. 11 Meter. Aber Uli Hoeneß hat keine Nerven. In der 76. Minute schließlich ist es einmal mehr Gerd Müller, der den Treffer des Tages erzielt. Die Schlussattacken der Polen scheitern an Meyer. Deutschland ist im Finale. Und hier im Münchner Olympiastadion fällt die Entscheidung. Wer wird Weltmeister 1974? Die Niederlande, bisher ungeschlagen in diesem Turnier, oder die deutsche Mannschaft? Zu Beginn Favorit, nach der Niederlage gegen die DDR am Boden und schließlich, nach hart erkämpften Siegen in der zweiten Finalrunde, doch noch Anwärter auf den Titel. Eine herrliche Abschlussfeier ist glanzvoller Auftakt des Finales. Sir Stanley Rouse, Präsident der FIFA, bei seinen Grußworten. Dann der Anpfiff. Holland stößt an. Der Ball wandert durch die eigenen Reihen. Plötzlich hat sich Johann Cruyff auf den Weg gemacht, überspielt Berti Vogts und kann nur noch durch ein Foul von Uli Hoeneß gebremst werden. Die Sensation ist perfekt. 11 Meter in der ersten Minute. Johann Neeskens lässt Sepp Maier keine Chance. 1:0 für Holland. Wird die Bundesrepublik diesen Schock überwinden? Bekommt Berti Vogts Cruyff doch noch in den Griff? Paul Breitner versucht es, doch diesmal geht sein Schuss hoch über das Tor. Dann in der 25. Minute ein Alleingang des Frankfurters Hölzenbein. Jansen muss die Notbremse ziehen. Und Schiedsrichter Taylor gibt den 2. Elfmeter in diesem Spiel. Paul Breitner ist Schütze des umjubelten Ausgleichstores. Auf der Gegenseite hat Sepp Maier viel zu tun und Glück bei diesem Flankenball. Dann die 42. Minute.
Bonhoff flitzt am rechten Flügel davon, überspielt Hahn. Sein Rückpass kommt zu Gerd Müller und der schießt aus der Drehung ins lange Eck. 2:1, die Bundesrepublik führt im Finale. Die zweite Halbzeit. Wird die deutsche Abwehr dem zu erwartenden Dauerangriff der Holländer standhalten? Sepp Maier steht im Brennpunkt des Geschehens. Er wird zum Helden des Finales. Schließlich der erlösende Schlusspfiff. Jubel auf der Trainerbank. Deutschland ist 20 Jahre nach Bern zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Düsseldorf, Rheinstadion, den ganzen Tag hatte es in Strömen gegossen. Als die Begegnung Bundesrepublik Deutschland gegen Schweden ihren Anfang nahm, regnete es immer noch. Doch die deutsche Mannschaft begann, als schiene die Sonne. Erinnerungen an die Wasserschlacht in Göteborg vor ziemlich genau 3 Jahren, in der Deutschland 1:0 verloren hatte, sollten gar nicht erst aufkommen. Ein Angriff auf Hellströms Tor jagte den anderen. Doch der Schweden-Torwart, bis dahin erst ein einziges Mal in diesem WM-Turnier geschlagen, hielt sein Tor sauber. In der 13. Minute vergibt Müller eine Chance, die er normalerweise nie auslassen würde. Und nach dem Nachschuss von Uli Hoeneß zischt der Ball knapp an Hellströms Tor vorbei. Nur gelegentlich wagten sich die Schweden aus ihrer Hälfte, dann aber immer sehr gefährlich. Doch Sepp Maier war jedes Mal auf dem Posten. In der 24. Minute eine kuriose Szene. Larsson schießt einen Freistoß, Schwarzenbeck köpft ein zweites Mal, Edström nimmt den Ball aus der Luft und knallt ihn in das deutsche Tor. Das Spiel steht 0:1 und die wenigen schwedischen Schlachtenbummler freuen sich. Obwohl die Deutschen Anstoß haben, beginnt die zweite Halbzeit mit einem gefährlichen Angriff der Schweden. Im Gegenzug verpasst Müller den Ausgleich, die zweite große Chance, die er in diesem Spiel vergibt. Auch Franz Beckenbauer scheitert an Hellström. Doch dann die Szene, die zum Ausgleich führt. Müller wird angespielt, Overath kommt und erzielt 1:1. Eine Minute später eine ähnliche Situation. Diesmal lässt Bonhoff Hellström keine Chance. Doch der Fußballkrimi ist noch nicht zu Ende. Noch einmal hat Maier Glück. Dann jedoch kommt ein unerwarteter Konter. Sandberg hat das 2:2 geschossen. 3 Tore innerhalb von 3 Minuten. Wer hätte das erwartet? Dann wieder die deutsche Mannschaft. Müller trifft nicht voll und Hölzenbein scheitert. Auch Paul Breitner hat heute keine Schussstiefel an. Grabowski schließlich, der für Dieter Herzog kommt, bringt Schwung in den rechten Flügel. Er ist es auch, der nach geschickter Vorlage von Hölzenbein das 3:2 erzielt. Hölzenbein hat kurz darauf die Möglichkeit zum 4:2, trifft aber nur den Pfosten. Noch ist der Sieg nicht gesichert, denn die Konter der Schweden bleiben gefährlich. Dann kommt die 89. Minute. Der Ball wandert über mehrere Stationen hinaus zu Grabowski. Der strebt nach innen, versucht Müller in die Gasse zu schicken. Und nur die Notbremse kann den Torjäger davon abhalten, seinen Treffer zu erzielen. Schiedsrichter Kasakov aus der UdSSR erkennt auf Elfmeter. Uli Hoeneß verwandelt kaltblütig zum 4:2.
Nach dem Anstoß der Schweden noch genau 6 Ballpassagen, dann ist das Spiel zu Ende. In diesem, trotz des Regens, hochdramatischen Spiel hatte die deutsche Mannschaft durch Kampfgeist die Schweden in die Knie gezwungen. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Spieler noch nicht, unter welchen Bedingungen sie 3 Tage später in Frankfurt gegen Polen antreten sollten. Und das ist das Frankfurter Waldstadion. Katastrophale Wolkenbrüche hatten die Feuerwehr auf den Plan gerufen, um das Spielfeld einigermaßen trocken zu pumpen. Schiedsrichter Linemeyer prüft den Boden und verschiebt den Spielbeginn um eine halbe Stunde. Doch es regnet weiter. Als die Mannschaften einlaufen, scheint plötzlich die Sonne. Doch schon bald zeigt sich, dass das Spielfeld immer noch mehr einer Seenplatte gleicht als einem Fußballrasen. Ständig bleibt der Ball in Wasserpfützen stecken und auch die Spieler nehmen manches unfreiwillige Bad. Dem Zufall bleibt Tür und Tor geöffnet. Auf der deutschen Bank skeptische Blicke und Meier hat Gelegenheit zu glänzen. Offensichtlich haben sich die Polen schneller an den morastigen Boden gewöhnt, denn ihre Vorstöße werden immer gefährlicher. Allein Meier ist es zu verdanken, dass die deutsche Mannschaft nicht frühzeitig in Rückstand gerät. Nach einem Fehler Beckenbauers wirft er sich mutig in Latos Schuss und auch Domarski scheitert an ihm. Overath gelingt es nicht, den Ball weit genug wegzubekommen. Doch auch diesen gefährlichen Fernschuss pariert Meier. Meier hält heute einfach alles. Unter welcher Nervenbelastung die Polen stehen, zeigt dieser Fehler von Torhüter Tomaszewski. Doch bei diesem Eckball machte er seine Sache wieder gut. Mit 0:0 werden die Seiten gewechselt. Obwohl der deutschen Mannschaft ein Unentschieden reichen würde, berennt sie stürmisch das polnische Tor. Dieser Angriff bleibt zwar hängen, aber dann kommt die 53. Minute. Hölzenbein zu Breitner. Der spielt geschickt in die Gasse und Hölzenbein ist im Strafraum. Smuda muss ihm die Beine wechseln. Uli Hoeneß läuft an und Tomaszewski reagiert genau richtig. Auch mit diesem Freistoß hat Hoeneß Pech. In der 76. Minute jedoch ist alles klar. Deutschland führt 1:0. Torschütze Gerd Müller. Wieder einmal hat der Bomber, wie ihn seine Anhänger nennen, zugeschlagen. Verzweifelt versuchen die Polen eine Wende und Sepp Maier bestätigt seine Weltklasse, auch wenn er sich hier über seine Vorderleute zu ärgern scheint. Der Regen hat wieder eingesetzt und ein deutscher Angriff bleibt im Wasser stecken. Kurz vor Schluss ein weiteres Bravourstück von Sepp Maier. Beckenbauer bedankt sich zu Recht. Das Spiel ist aus und die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland steht zum 3. Mal in einem WM-Finale. Gratulation für die tapferen Gegner und erleichterte Gesichter darüber, dass die beiden letzten Spiele, unvergessliche Duelle im Regen, zugunsten der deutschen Elf entschieden werden konnten.
12. Juni 1974. Die Bundesrepublik trifft auf Chile. 18. Minute. Geplänkel im Mittelfeld. Breitner nimmt sich ein Herz und sein Kraftschuss ist unhaltbar. Dieses 1:0, hier noch einmal in der Wiederholung, bedeutet zugleich das erste Tor in diesem Weltmeisterschaftsturnier. Auch diese Szene besitzt historischen Wert. Ausgerechnet in der Begegnung mit dem Fußballzwerg Haiti wird ein Weltrekord gebrochen. Zum ersten Mal nach genau 1143 Länderspielminuten ist Italiens Torwart Dino Soff geschlagen. Dass es nicht das letzte Mal sein sollte, zeigen Szenen aus den beiden nächsten Spielen der Italiener. Schon in der 19. Minute der Begegnung mit Argentinien bezwingt Usman Soff bereits wieder. Zwar schaffte Italien durch ein Eigentor der Argentinier noch den Ausgleich, doch die Vorschusslorbeeren der hochfavorisierten Azzurris beginnen schon zu welken. Gegen Polen muss Soff sogar zwei Tore kassieren. Hier Deiners Treffer in der 44. Minute. Vorher hatte Čarmak bereits das 1:0 erzielt. Auch der Treffer von Capello kurz vor Ende des Spiels ändert nichts mehr an der Tatsache, dass die Italiener bereits nach drei Spielen die Koffer für die Heimreise packen müssen. Hier die Tore Nummer 2, 3 und 4 aus dem Spiel Polen gegen Haiti, das mit einem 7:0 der Polen endete. Polen sollte zu einer der Überraschungsmannschaften der WM werden. Auch im Spiel Jugoslawien gegen Zaire gab es viele Tore, insgesamt 9 und alle für Jugoslawien. Hier das 1:0 durch Bajevic. Das 2:0 fällt bei diesem Strafstoß. Džajić ist der Schütze. In der 17. Minute bereits das 3:0 und so geht es munter weiter. 4:0 durch Katalinski. Zu 0 durch Bajevic. 6:0 durch Bogicevic. Alle 6 Tore fielen bis zur 35. Minute. Nach der Pause erzielte Oblak das 7:0. Hier das 8:0 durch Petrovic. Tor Nummer 9 fiel wieder durch Bajevic. Keineswegs zum Spaziergang wurde die Begegnung Bundesrepublik Deutschland gegen Australien. Dennoch in der 12. Minute der erste Treffer. Torschütze Overath. Nach Flanke von Hoeneß erzielt Kullmann mit herrlichem Kopfstoß das 2:0. Dann in der 53. Minute das erste Müller-Tor dieses Turniers. 3:0 ist der Endstand dieses Spiels. Wenig zu jubeln gab es 4 Tage später. Sparwasser schoss die DDR mit 1:0 in Führung und fügte damit der Bundesrepublik eine empfindliche Niederlage zu.
Überlegen schoss derweil die holländische Mannschaft ihre Tore. Hier das 1:0 gegen Uruguay durch Reed. Nach diesem Sturmlauf von Kapitän Johan Cruyff gelingt Reb dann auch das 2:0. Das nachfolgende Kopfballtor stürzte einen weiteren heißen Tipp für den WM-Titel. Der Schütze ist Jugoslawe und heißt Karasi. Er erzielte mit diesem Treffer das 1:0 gegen Schottland. Zwar konnte Jordan in der 87. Minute noch ausgleichen, doch war Schottland wegen des schlechteren Torverhältnisses ausgeschieden. Hier wissen die Schotten noch nicht, dass Brasilien an ihnen vorbeiziehen wird. Mit großer Spannung wurde das erste Spiel der Bundesrepublik in der zweiten Finalrunde erwartet. Gegner war Jugoslawien. Und wieder schoss Breitner das 1:0, genau wie gegen Chile. In der zweiten Halbzeit setzte Uli Hoeneß Gerd Müller in Szene. Der verwandelte im Fallen zum 2:0. Das war ein überzeugendes Schlussresultat. Regen in Strömen bei der Partie Bundesrepublik Deutschland gegen Schweden. In der 24. Minute ein Volleyschuss von Edström und es steht 1:0 für Schweden. In der zweiten Halbzeit 3 Tore in 3 Minuten. Den Ausgleich zum 1:1 erzielte Overath und zwar mit dem rechten Fuß, was für ihn ungewöhnlich ist. Mit diesem Billardtor 2:1. Fast im Gegenzug die Schweden. 2:2 durch Sandberg. Der frisch ins Spiel gekommene Jürgen Grabowski erlöst die zitternden Fans 3:2 in der 78. Minute. Dann diese Szene in der 89. Minute. Müller wird im Strafraum gefoult. Elfmeter. Uli Hoeneß verwandelt kaltblütig. Vier zu zwei heißt der Endstand nach einem Duell im Regen. 3 von 4 Toren der Holländer gegen Argentinien. Cruyff markiert das 1:0 in der 12. Minute. Dann eine spannende Szene in der 24. Minute. Schöner Doppelpass, aber gehalten. Doch im Nachschuss Tor durch Kroll. Und schließlich in der letzten Spielminute. Noch einmal Johan Cruyff, neben Franz Beckenbauer, der Superstar dieser WM. Bundesrepublik Deutschland gegen Polen. Müllers typischer Treffer in der 76. Minute war mehr als ein Siegestor.
Das brachte die Bundesrepublik ins Finale. Sonntag, 7. Juli 1974. Das Münchner Olympiastadion ist Austragungsort des Endspiels Niederlande gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das Spiel beginnt mit einer Sensation. Ehe ein deutscher Spieler nur ein einziges Mal den Ball berührt hat, überläuft Johann Cruyff seinen Bewacher Berti Vogts und wird durch Uli Hoeneß in Strafraum gelegt. Schiedsrichter John Taylor aus England entscheidet eindeutig Elfmeter. Neeskens, Strafstoßexperte der Holländer, lässt sich auch diese Chance nicht entgehen. Holland jubelt 1:0 nach 70 Sekunden Spielzeit. Neeskens hat Meyer geschickt ins falsche Eck gelockt. Wird die deutsche Mannschaft diesen Schock überwinden? Tatsächlich, in der 25. Minute schickt Overath Hölzenbein auf die Reise. Dieser, unheimlich stark am Ball, dringt in den holländischen Strafraum ein und wird durch Jansen gelegt. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Taylor, ebenfalls Elfmeter. Obwohl eigentlich Uli Hoeneß oder Gerd Müller als Elfmeterschützen vorgesehen waren, angelt sich Paul Breitner den Ball und erzielt den Ausgleich zum 1:1. Schließlich die 42. Minute. Bonhof zieht am rechten Flügel davon, überspielt Hahn. Sein Rückpass erreicht Müller, der vollzieht seine weltberühmte Drehung und der Ball landet im langen Eck. 2:1. Deutschland führt im Finale. In der zweiten Halbzeit fällt noch ein Tor. Wieder ist es Müller, der Jungblut überlistet. Aber Schiedsrichter Taylor erkennt diesen Treffer nicht an. Seiner Meinung nach stand Müller im Abseits. Nach 90 Minuten Jubel auf der deutschen Bank. Die Bundesrepublik ist 20 Jahre nach Bern zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister geworden. Bundespräsident Walter Scheel überreicht den neu geschaffenen Pokal. Das Stadion hallt wieder von Ovationen. Die Holländer erweisen sich als faire Verlierer. Und unter dem Symbol von Argentinien, Austragungsland der WM 1978, läuft der Weltmeister eine Ehrenrunde. Sonntag, 7. Juli 1974. Genau 79.333 Menschen haben unter dem riesigen Zeltdach des Münchner Olympiastadions Platz genommen, um die Krönung der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, das Endspiel Niederlande gegen die Bundesrepublik Deutschland, direkt am Ort des Geschehens zu erleben. Millionen Menschen in aller Welt sitzen zu Hause bei Freunden in Lokalen vor den Bildschirmen und warten gespannt auf den Beginn des Finales. Ein attraktives Programm, das Erinnerungen an die heitere Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1972 wachruft, verkürzt ihnen die Zeit bis zum Einlaufen der Mannschaften. Eine schöne Geste, stellvertretend für alle 16 Nationen, die sich für die Weltmeisterschaftsendkämpfe qualifiziert haben, fahren die Mannschaftsbusse eine Ehrenrunde im Stadion.
Der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Dr. Hermann Gößmann, der Chef des Organisationskomitees, Hermann Neuberger, und der Präsident der FIFA, Sir Stanley Rouse, signalisieren den Beginn des Spiels. Und dann laufen die Mannschaften ein. Schiedsrichter ist der Engländer John Taylor. Mannschaftskapitäne Johann Cruyff und Franz Beckenbauer tauschen die Wimpel. Deutschland gewinnt die Platzwahl. Und dann, Punkt 16 Uhr, sollte der Anpfiff ertönen. Doch man muss noch ein wenig warten. Fasziniert durch das bunte Geschehen der Abschlussfeier hatte man vergessen, die Eckfahnen anzubringen. Endlich ist es soweit, das Finale hat begonnen. Und es beginnt sensationell. Zunächst sieht es gar nicht danach aus. Scheinbar gemächlich schieben sich die Holländer den Ball in den eigenen Reihen zu. Die Deutschen verhalten sich abwartend, wittern noch keine direkte Gefahr. In 14 Stationen hat der Ball passiert, wird noch einmal zur Mittellinie zurückgespielt. Dort steht Johann Cruyff, übernimmt den Ball und treibt ihn mit langen Schritten nach vorn. Plötzlich zieht er einen Spurt an, überläuft Berti Fuchs und kann nur noch von Uli Hoeneß durch den Foul gebremst werden. Knapp innerhalb der Strafraumgrenze. Schiedsrichter Taylor zögert keine Sekunde, 11 Meter. Johan Neeskens, der Strafstoßexperte der Holländer, lässt Sepp Maier keine Chance. 1:0 für Holland nach 70 Sekunden Spielzeit. Der Jubel der holländischen Schlachtenbummler kennt keine Grenzen. Hier dieselbe Szene noch einmal in der Zeitlupe. Fuchs wird überspielt, läuft verzweifelt hinterher und dann fällt Cruyff. Der Ball wird gar nicht einmal so genau platziert geschossen. Aber Neeskens hat Maier geschickt ins falsche Eck gelockt, wie die Wiederholung aus der Perspektive der Torkamera deutlich zeigt. Jetzt erhebt sich die große Frage, sind die Deutschen bereits demoralisiert? Werden die Holländer recht behalten mit ihren optimistischen Sprüchen vor dem Spiel, die Bundestrainer Helmut Schön eigentlich als das beste Doping für seine Spieler bezeichnet hatte? Zunächst sieht es wirklich so aus. Schon im Mittelfeld werden die deutschen Angriffe von den aufmerksamen Holländern gestört. Berti Fuchs hat weiterhin Mühe mit dem Mann, der ihm schon einmal davongelaufen ist, Johann Cruyff. Nach dieser Attacke in der dritten Minute ist es soweit. Gerd Müller ahnt Böses. Der Terrier bekommt die gelbe Karte gezeigt. Noch ein solches Foul und Berti Fuchs muss vom Platz. Trotzdem folgt der Cruyff wie ein Schatten. Dann Paul Breitner auf dem linken Flügel. Doch diesmal hat er nicht so viel Glück wie beim Chile-Spiel und in der Begegnung mit Jugoslawien, wo er zwei wunderschöne Tore aus der zweiten Reihe erzielte. Der Ball geht hoch über das Tor. Auch bei dieser Flanke erweist sich der holländische Keeper Jungbloed als ein Klassemann. Doch dann in der 25. Minute schickt Overath Hölzenbein auf die Reise.
Hölzenbein, unheimlich stark am Ball, dringt in den holländischen Strafraum ein und wird durch Jansen gelegt. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Taylor, ebenfalls Elfmeter. Hier das Foul noch einmal in der Zeitlupe. Obwohl eigentlich Uli Hoeneß oder Gerd Müller als Elfmeterschützen vorgesehen waren, angelt sich Paul Breitner den Ball und erzielt den Ausgleich zum 1:1. Nicht nur die Mannschaftskameraden sind überglücklich, das Zeltdach vibriert unter dem Jubel der deutschen Zuschauer. Jetzt will es die deutsche Mannschaft wissen. Das Ausgleichstor hat ihr neuen Auftrieb gegeben. Franz Beckenbauer versucht, Ruhe ins Spiel zu bringen. Steilpass zu Gerd Müller. Der schickt Berti Vogts und der hat gleich eine ganz große Szene. Nur durch eine Glanzparade kann Torwart Jongbloed die Holländer vor einem Rückstand retten. Der anschließende Eckball bringt keinen Erfolg. Doch auch der Gegenzug der Holländer bleibt hängen. Schwarzenbeck hat aufgepasst. Beckenbauer versucht, Hoeneß zu schicken. Doch sein Dribbling endet an einem holländischen Bein. Sepp Maier bei einer gefährlichen Flanke nachlassen. Schließlich die 42. Minute. Bonhof zieht am rechten Flügel davon, überspielt Hahn. Sein Rückpass erreicht Müller, der vollzieht seine weltberühmte Drehung und der Ball landet im langen Eck. 2:1. Deutschland führt im Finale. Ein letzter Gegenstoß vor der Halbzeit endet in den Händen des aufmerksamen Sepp Maier. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Die deutsche Mannschaft lässt es ebenso gemächlich anlaufen wie die Holländer in der ersten. Und fast wäre ihnen ein ebenso furioser Auftakt geglückt. Eckball durch Hoeneß, doch Bonhofs Kopfball geht ganz knapp am Pfosten vorbei. Hier noch einmal dieser herrliche Kopfball, der aus einem Fußball-Lehrfilm stammen könnte. Dann eine holländische Ecke. Maier verfehlt, aber Breitner köpft den Ball von der Linie. Auch Grabowski hat Pech mit diesem Eckball. Dann kommen die Holländer. Berti Vogts hat aufgepasst und fängt diesen Angriff ab. Sein Einsatz bringt Overath ins Spiel. Der setzt sich durch und passt zu Hölzenbein. Hölzenbein kann wiederum nur durch einen Foul gestoppt werden. Folgender Freistoß bringt jedoch nichts ein. Dann ein Fehlpass von Müller, gefährlich, aber Beckenbauer klärt bravourös zur Ecke. Immer mehr stellt sich heraus, wer zum Helden der zweiten Halbzeit werden sollte. Sepp Maier hält sein Tor sauber.
Im Gegenzug Grabowski. Grabowski sieht eine Lücke in der holländischen Abwehr. Müller ist da und erzielt ein Tor. Der Jubel ist verfrüht. Schiedsrichter Zähler pfeift abseits. Hier diese Szene noch einmal aus einer anderen Perspektive. Der Druck der Holländer wächst. Sie drängen mit Macht auf den Ausgleich. Noch steht die deutsche Abwehr, aber wie lange noch? Flanke von Rensenbrink, aber Meier pariert den Schuss von Van Hanen. Eckball von Reef. Bonhoff klärt. Aber vorn steht Gerd Müller ganz allein. Neuer Angriff der Holländer. Doch Meier steht gut. Dann häufen sich die Fouls. Die Begegnung wird immer härter. Die Holländer haben eine Chance nach der anderen. Meier muss Schwerstarbeit leisten. Dann eine Möglichkeit für Gerd Müller. Torwart Jonglut klärt per Kopfball. Eine weitere Kuriosität in einem Weltmeisterschaftsfinale. Beckenbauer schließlich bereitet die größte Chance der Deutschen in der zweiten Halbzeit vor. Seine weite Vorlage erläuft Hölzenbein. Und wieder ist es Jansen, der ihn umsäbelt. Doch diesmal hat Taylor keinen Mut, einen weiteren Elfmeter zu geben. Dann die Schlussminuten. Sepp Maier steht im Brennpunkt des Geschehens. Immer wieder beendet der hoffnungsvolle Angriffe der Holländer. Endlich der erlösende Schlusspfiff. Jubel auf der deutschen Bank. Die Bundesrepublik ist 20 Jahre nach Bern zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister geworden. Bundespräsident Walter Scheel überreicht den neu geschaffenen Pokal. Das Stadion hallt wieder von Ovationen. Die Holländer erweisen sich als faire Verlierer. Und unter dem Symbol von Argentinien, Austragungsland der WM 1978, läuft der Weltmeister eine Ehrenrunde.